Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hund und Wohnung, geht das? Vor einigen Tagen surfte ich durchs Internet und blieb auf einer berühmten Plattform hängen. Da fiel mir ein öffentlich geposteter Artikel auf, in welchem es um allgemeine Hundehaltung ging. Ja, ganz interessiert habe ich mir das durchgelesen und sah mir dann auch die Kommentare darunter an. Ja. Da lautete einer: Hundehaltung in Wohnung ist Tierquälerei gleichzusetzen. Wie nicht anders zu erwarten, startete da gleich mal eine hitzige Diskussion. Die wurde teilweise auf hohem Niveau geführt, teilweise auf niedrigstem Niveau geführt. Da wurde auch geschimpft und beleidigt. Wir kennen das alle, wie das heute ist. Wir kennen sie alle, diese Internetkrieger, auch gerne Internetrampus genannt. Menschen, die hinter der Tastatur, aus welchem Grund auch immer, derartige Ärmel bekommen, eine Kampfeslust zeigen, wie sie selbst den Kriegsgott Ares beeindrucken würde. Das sind aber zumeist Menschen, die, wenn sie dann vor ihnen stehen, nur mehr 12 Kilo schwer sind, mit Hemd und sich völlig anders benehmen. Aus verschiedensten Gründen. Sie wissen schon, was ich meine. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich da in solchen Kommentaren nie was reinschreibe. Es spricht nichts, überhaupt nichts gegen Diskussionen. Man ist sich oftmals nicht einer Meinung und das ist doch gut so, doch man muss nicht beleidigen. Schauen Sie, ich tue das nicht und ich lasse mich auch nicht gern beleidigen. Mir ist das lieber, wenn ich schon streiten muss, obwohl ich generell nicht gerne streite, dass jemand mit mir persönlich streitet, wenn er vor mir steht. Ja. Aber dann nicht irgendwo hunderte Kilometer entfernt reinschreibt, wie dumm oder wie blöd oder welch Trottel man nicht ist und lauter so Sachen und dann in Wirklichkeit wieder diese Person vor Ihnen stehen würde, die sich ganz anders benehmen. Ja, also wie gesagt, das ist der Grund, weshalb ich hier da etwas zwiegespalten bin zum Thema öffentliche Kommentare und so. Ich konnte aber in diesem Artikel und bei den Kommentaren erfahren, dass da viele Menschen mitgelesen haben, die gerne einen Hund hätten, aber aufgrund ihrer Wohnsituation, weil sie in Wohnungen leben, hier noch etwas verunsichert sind. Deswegen habe ich dieses Video heute gemacht, denn das soll solchen Menschen helfen. Wieso? Nun, ich habe zum Thema eine persönliche Meinung, die möchte ich gerne preisgeben und ich würde es auch begrüßen, wenn Sie Ihre Meinung da reinschreiben. Eben, Menschen, die gerne Hunde hätten, aber in einer Wohnung leben und deswegen verunsichert sind, diesbezüglich könnten davon profitieren und sich da etwas schlau machen, wie wir das sehen, wir alten Hundefüchse. Doch bevor wir da loslegen, möchte ich Ihnen zuerst meine aktuelle Situation erklären und die ist folgende. Vito lebt mit meiner Frau und mir zusammen in einer mittelgroßen Wohnung in Burgenland. Wir beide haben das Privileg, 5 Gehminuten von unserem Wohnort entfernt in die Wildnis eintauchen zu können. Und das tun wir auch 2 bis 3 Mal am Tag. Er lebt genügend Action und Abenteuer mit mir zusammen. Ja, es gibt Menschen da draußen, die behaupten, um einen Hund das Paradies auf Erden zu bereiten, muss man unbedingt ein Haus mit Garten haben. Ist das so? Ich möchte Ihnen mal von 3 solchen Paradiesen erzählen. Ich kenne von 3 Fällen hier in Neudörfel, die kenne ich, glauben Sie mir das, wo Hunde in solchen Paradiesen leben. Riesenhaus, Riesengarten. Alle diese 3 Hunde haben in ihrem ganzen Leben noch nichts anderes gesehen als den Garten. Die kommen niemals raus. Die sind dazu verdammt, in diesem Prachtkäfig ihr Leben zu verweilen. Ich kenne in der Umgebung, wo meine Eltern leben, meine 6 Jahre alte Rottweilerhündin, auch die hat in den Jahren, in denen sie lebt, noch nichts anderes gesehen als den etwa 250 Quadratmeter großen Garten, den sie bewacht. Und natürlich das Haus. Paradies für Hunde? Nun, ich denke, um einem Hund das Paradies auf Erden zu bereiten, benötigt es zuallererst mal einen tollen Besitzer. Das ist meine Meinung. Einen Besitzer, der absolute Liebe zum Hund zeigt, der sich der Verantwortung der Hundehaltung bewusst ist, der leidenschaftlich darum bemüht ist, seinem Hund etwas zu bieten. Ein optimaler Wohnort, liebe Zuseher, das ist für mich nur ein Bonus bei der Hundehaltung. So sehe ich das. Ich sage Ihnen was, ich kenne Hundebesitzer, die in typischen Stadtwohnungen leben, mit ihren Hunden, in Betonwüsten leben. Doch die fahren regelmäßig 3-4 Mal die Woche mit den Hunden für längere Zeit nach Dienst ins Grüne raus. Die Hunde erleben Action.
die erleben Abenteuer, die dürfen durch Wälder zischen, sich mit anderen Hunden spielen, auf riesigen grünen Flächen und so weiter. Und ich garantiere Ihnen, dass diese Hunde, die in diesen Stadtwohnungen leben, ein glücklicheres Leben führen, als diese drei Hunde, von denen ich Ihnen soeben erzählt habe, welche in diesen Hundeparadiesen leben und noch nichts anderes gesehen haben in ihrem Leben als den Garten und das Haus. Ja. Schauen Sie, eines ist ganz klar, nur damit wir uns gleich mal richtig verstehen. Ich möchte versuchen, Ihnen zu sagen, wie ich das genau sehe. Und wäre ich ein Mensch, der ja nicht das Glück hat, im ländlichen Gebiet zu leben, egal ob in Wohnung oder in Haus mit Garten, sondern würde ich in einer typischen Stadtwohnung leben. Sie wissen schon, stark frequentierte Straßen, Hektik, wenig Grünflächen. Keinen Führerschein haben und über kein Auto verfügen, dann würde ich eher nicht darüber nachdenken, mir einen Hund zu nehmen. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, es ist Sommer, wenig Grünflächen. Sie wissen, wie das ist, heiß. Das ist ein Backofen. Die Hunde haben keine andere Möglichkeit, als sich an Häuserecken oder an den Grenzen zwischen Randsteinen und Straßen zu entleeren. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Typische Betonwüsten. Sie wissen schon, was ich meine. Sie haben kein Auto, Sie haben keinen Führerschein, Sie können mit den Hunden nicht raus. Im Winter Streusalz. Selbst hier in Neudörfel haben wir Leute, die bei der ersten Schneeflocke schon damit beginnen, einen Kilo Streusalz pro Quadratmeter zu verschütten. Ja, weiß ich nicht. Übermotiviert. Streusalz und Hundepfoten, das geht sich nicht aus miteinander. Auch das wissen wir. Ich habe hier in Neudörfel aber die Möglichkeit, zu 99% bei solchen Fällen über Wiesen auszuweichen. In solchen Betonwüsten haben sie das nicht, da sind sie dazu verurteilt, mit ihrem armen Hund durch teilweise 2 cm dicke Streusalzschichten durchzuwarten. Ja. Wie gesagt, wenn sie die Möglichkeit nicht haben, da wirklich 3-4 Mal die Woche ins Grüne auszubrechen mit ihrem Hund und der wirklich nur in derartigen Betonwüsten unterwegs ist, dann ist das kein schönes Leben für einen Hund, egal welcher Rasse, egal wie groß, egal wie klein, das ist ganz klar. Ja. Wenn sie allerdings ein Mensch sind, der in solch einer Stadtwohnung lebt, ein Auto hat, einen Führerschein hat, ein Auto hat, eine Transportmöglichkeit für den Hund hat und gewillt sind, mit dem Hund rauszufahren und das 3-4 Mal die Woche für längere Zeit. Auch wenn sie noch so müde vom Dienst nach Hause kommen, wir alle kennen das. Wir Hundebesitzer kennen das alle. Man kommt von der Arbeit müde nach Hause und weiß, ich muss jetzt noch mit dem Hund raus. Aber es tut mir nichts. Ich möchte mir ja was bieten. Das wusste ich ja vorher auch schon. Das ist mein Hund, ich liebe ihn. Der soll was haben von Leben. Komm, geben wir Gas, Junge oder Mädchen, auch wenn ich noch so müde bin. Das haben wir schon vorher gewusst, bevor wir uns den Hund geholt haben, dass das auf uns zukommt. Raus, egal ob es schneit, ob es regnet, ob es heiß ist, ob es kalt ist, ob wir müde sind oder nicht. Es ist natürlich mühsamer, dann noch mit dem Hund müde nach der Arbeit ins Auto einzusteigen, eventuell 30 Minuten Fahrt auf sich zu nehmen, um ins Grüne zu gelangen. Ja, noch mühsamer. Doch wenn Sie so ein Mensch sind, der davon überzeugt ist, das tun zu wollen, unter allen Umständen, müssen Sie sich sicher sein, ja? Steht einem Erwerb eines Hundes in solcher Wohnsituation für mich absolut nichts im Weg. Das ist meine Meinung, liebe Zuseher. Klar, es gibt eine Ausnahme, die kennen viele von Ihnen, oder zumindest haben Sie das schon mal gehört von mir, das ist, wenn ich einen Herdenschutzhund besitze, dann ist es für mich in Stein gemeißelt, dass auch ein Haus und Garten da sein muss. Aus verschiedensten Gründen, das habe ich schon mal erzählt. Das ist eine Ausnahme für mich, doch sonst gehen auch große Hunde in Stadtwohnungen, wenn die Stadtwohnung groß genug ist und die Möglichkeit mit dem Hund 3-4 Mal die Woche auszureißen da ist. Ja. Das ist meine Meinung, so sehe ich das. Nochmal, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie Ihre Meinung da reinschreiben, weil viele Menschen, die hier noch verunsichert sind, davon profitieren könnten. Ja, klar, wir wissen alle, am optimalsten wäre ein toller Besitzer mit Haus und Garten. Ist ja ganz klar, sagt ja niemand etwas anderes. Doch zu behaupten, Haltung eines Hundes in der Wohnung wäre generell als Tierquälerei anzusehen, das ist ein Blödsinn. Ne? Das ist meine Meinung. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ich sage Ihnen was. Mir hat auch jetzt jemand anderer die ganze Zeit zugesehen. Macht nichts, vielleicht habe ich somit einen neuen Fan. Ja. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch
einen schönen Tag und bis später.